muss wohl doch was dran sein. Willkommen zur nächsten Folge. Wir stehen hier noch in der Burg. Und ja, ich denke mal. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ich denke mal, wir können hier auch ein paar Sachen verkaufen, ein paar Bücher verkaufen, die wir schon gelesen haben. Elementare Arcanei haben wir gelesen. Ja gut, also es kann schon sein. Ja. Wahre Macht haben wir, glaube ich, auch und machtvolle Kunst. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ja, Rezepturen hatten wir eigentlich auch schon. Gequatscht wird viel. Und wir sehen gerade, dass es hier eine Rune gibt. Eine Feuerpfeilrune. Ich war nicht mehr auf das gefahren. Ich glaube, die hatte der letztes Mal noch nicht. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ich meine, die kann ich ja nicht übersehen haben. Naja gut, also es kann schon sein. In seiner Haut bin ich trotzdem. Gut. Dann geben wir hier ein bisschen Zeug rein. Verlass dich auf jemanden. Naja gut, also es kann schon sein. So. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich glaube, die Runen haben auch gar keinen großen Unterschied, wenn wir mal gucken. Ja, gut, 30 Feuerschaden, 20 Magieschaden. Ja, Eisschaden gibt es hier halt noch nicht so. So. Und da hinten liegen noch die ganzen Kerle rum. Aber das kann uns anscheinend keiner beweisen. Ja, hier kommen wir, meine ich, gar nicht rein. Nee. Ist zu und ist. Ja. Es ist auch wirklich nur mit Schlüssel erreichbar. Ob wir gegen den kämpfen können, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Könnte sein, dass dann der Schmied auch kommt. Was hast du mit der. Einmal und du kannst was erleben. Ja, ich glaube, der Schmied wäre sogar unsterblich. Oh, shit. Ja, er hängt eventuell fest. Oh, ja. Ah, okay. Das wird dir noch leid tun. Ja, wir wollen natürlich schon noch versuchen, sein Zeug hier zu kriegen. Bleib! Nein! Ach, verdammt. Wir müssen natürlich die Waffe erstmal wegschicken. Was hast du mit der Waffe vor? Ja, wobei, wir können ihn weglocken, ne? Das können wir machen. Steck weg, das Ding! Er darf uns nur nicht berühren. Scheiße! Du lernst schnell! Ja, okay, das war jetzt wirklich komisch. Was hast du mit... Na gut. Noch einmal und du kannst was erleben. So, die EP haben wir auf jeden Fall gekriegt. Ah, scheiße. Jetzt hängen wir hier auch fest. So, er lässt es wieder. Ja, er steht natürlich wieder auf. Das wird dir noch leid tun. Kampfschwert. Okay. Naja, das ist eh schlechter. Jetzt läuft er da so blöd rum.
Okay, ich glaube, wir haben's. Wahrscheinlich hast du recht. Nochmal ein paar hundert Erz abgesahnt. Okay, das sieht gut aus. Okay. Dann versuchen wir mal, was passiert, wenn wir... wenn wir hier rein... Wobei, nee, hier gehen wir gleich erst rein. Wir gehen erstmal hier weiter. Ich glaube, hier ist nichts. Truhe? Nee. Da oben ist noch eine Tür. Ich glaube, da kommt man hoch, wenn man hier lang geht. Also wir erkunden erstmal noch so ein bisschen die Burg halt. Okay, hier ist nix. Oh. Naja, wir haben ja genug Tränke. Hier ist noch ein Mann namens Omid. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Wer hat dir das Sagen? Hier im äußeren Ring treiben Fletcher, Bloodwin und Jackal das Schutzgeld ein. Jedem gehört ein Viertel. Wenn du dich mit ihnen gut stellst, kann dir nichts passieren. Ah, okay, die teilen sich das auf. Auch schön, dass das drei Leute sind, die jeweils ein Viertel haben. Gut, er redet vom äußeren Ring, das ist ein bisschen komisch. Na gut, vielleicht wohnt er ja. So, hier können wir rein. Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Als Neuer solltest du dir es nicht mit Grabo verscherzen. Er ist zwar nur ein Buddler, aber er hat Beziehungen bis zu den Erzbaronen. Wenn du mal ein Problem mit Gomez Leuten hast, kann er dir helfen, dich freizukaufen. Ja, gut. Das sind also alles so Dialoge. Danke, mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. Das sind alles so Dialoge, die eigentlich zum Außenring gehören. Na? Kleiner Schlagabtausch. Bauernwehr. Bloß halt nur einseitig. So, wir gehen halt mal davon aus, dass wir einfach nur den eins über die Rübe ziehen, sozusagen, ne? Bisschen netter, sozusagen. So. Achso. Ich glaube, da kommt man aber auch hoch. Ach so, nee, genau, da muss man von woanders gehen. Ich weiß wieder. Aber halt's für dich, weil muss ja nicht gleich jeder wissen. So, hier liegen auch nochmal Erzbrocken. So wie vorhin da oben. Das heißt vorhin, ja, für euch halt letzte Folge. Okay. Ja, hier kommen wir gar nicht durch. Scheint hier also irgendwelche Schlüssel zu geben. Wenn du meinst. Man muss eben aufpassen, was man auch. Wenn du meinst, passiert mir nicht nochmal. So, und hier müssen wir natürlich mega aufpassen. Ne, wir wissen ja, wie schnell man hier mal gekillt wird. Auch von Gomez selbst. Na, merkt das einer? Also nicht, dass wir das hier alles brauchen würden, aber
Ups. Das. Aha. Wir wollen natürlich hier dem Lager ein bisschen was klauen noch, ne? Und hoffen natürlich, dass da dann nicht die Köche noch extra auf den Sack kriegen. So, da hinten ist Gomez direkt, denke ich. Da geht's noch nach oben. Und ich glaube, diese Waffen hier, die kann man nicht einfach nehmen. Du Ratte, Finger weg! Nee, nee. Noch einmal. Und du bist tot. Ah, das klappt dann eher nicht. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, die Truhen gehen jetzt halt auch nicht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, ich will mal testen, ob hier einer was sagt. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Okay, nicht unbedingt. Das ist eigentlich sein Tisch, ne? Komm, man darf ja auch nicht alles glauben. Was man... Und er checkt nicht, dass wir hier alles einsammeln. Ich dachte, dass wir... Wir räumen seinen Tisch hier leer. Man muss eben aufpassen, was man rum hat. Okay, sehr cool. Einfach nur, weil wir es können. Klar, dass das Ärger ist. Ich halte mich da lieber raus. Wer bist du? Ich bin Arthur. Und... Ja. Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Du redest nicht viel, was? Nein. Alles voller Drecksäcke hier. Wer bist du? Sie nennen mich Ska. Was ist deine Aufgabe hier? Ich und Arthur passen auf, dass Gomez niemand zu nahe kommt, der hier nicht eingeladen wurde. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die Frauen hier nicht zu kurz kommen. Ich dachte, das Als sie mich reingeworfen haben, habe ich gesehen, wie eine Frau zusammen mit den Waren heruntergefahren wurde. Und? Ist sie hier? Wenn du dich für sie interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss sie. Sie ist gerade angekommen und Gomez hat sie bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn er sie eine Zeit lang gehabt hat, schickt er sie vielleicht runter. Aber jetzt gehört sie ihm. Also verschwende besser keinen Gedanken an sie. Der hat aber auch eine einzigartige Stimme hier irgendwie, ne? Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will, aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Man darf auch nicht alles glauben, was man Syrer. Na, die sagt nix. Ich glaube, ich habe den noch nie spielen gesehen. Der stand irgendwie. Shh. You're not allowed to talk to us. Shh. You're not allowed to talk to us. Ah. Shh. You're not allowed to talk to us. 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 Wer bist du? Ich bin Bartolo. You're not allowed to talk ich kümmere to mich um die Versorgung der Erzbarone. You're not allowed ich regle to talk to alles. Von Krautlieferungen You're über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem You're sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er die Snapper im Fluss verfüttert. You're not allowed to talk to us. You're not allowed to talk to us. Weil wir laden mal jetzt hier neu. Shh. You're not allowed to talk to us. Ey. Oh, es hat aufgehört. Seraphia. Ja, eigentlich sagen die nämlich auf Deutsch dann, du darfst nicht mit mir reden halt, ne? Ich weiß nicht, ob er uns wieder killt, deswegen... Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Du platzt hier einfach rein Ah, scheiße. Und erwartest, dass ich mich mit dir befasse, du Wurm.
Wache! Oh, wir haben es überlebt. Na, komm da raus. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Solange ich damit nichts zu tun habe. Aber er hat uns nicht mit einem Schlag platt machen können. Die Wache ist anscheinend auch nicht gekommen. Na, kommt er jetzt direkt wieder? Ja, gut. Wir trauen uns jetzt natürlich eher dann doch nicht, ihn anzureden. Weil wir schon vermuten, dass er keinen Bock drauf hat. Nein. Wenn du meinst. Gut. Nein! Ah. Also ich halte mich da lieber raus. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Oh, hier gibt es eine, ein Buch oder so. Das magische Erz. Man muss eben aufpassen, was man drum erzählt. Vom Erz. Das beste Erz zum Schmieden einer Waffe findet man zweifelsohne in den Erzminen bei Corinus. Es ist von elementarer Reinheit und durchtränkt von Magie. Das haben wir ja schon gehört, ne? Wahrscheinlich hast du recht. Es ist von unvergleichlicher Härte und doch so weich, dass es nicht bricht. Eine Waffe, geschmiedet aus jenem Stahl, der unter unsagbar hohem Aufwand aus den tiefen Minen gewonnen wird, ist mit keiner Klinge und sei sie aus dem noch so besten Stahl gefertigt, zu vergleichen. Kein Schild, den sie nicht brechen kann, kein Panzer, den sie nicht durchbohrt. Könige und Helden aus längst vergangenen Tagen trugen Waffen aus bestem Corinus-Stahl. Und in ganz Myrtana werden auch heute für solche Waffen die besten Preise erzielt. Doch wird für dieses Erz auch ein hoher Preis verlangt. Um es der Erde abzutrotzen, muss großer Aufwand getrieben werden, denn es ist so, als wollte das Erz nicht aus dem Schoß der Erde entfliehen. Ich höre gar nicht mehr. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stehen. Ja, hier ist es jetzt schon abends und ich glaube, ich muss mir hier wieder ein bisschen was aufschreiben, weil die Truhen, die hier sind, sind ein bisschen krasser. Okay, rechts, links. Rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Rechts, links. Links, rechts. Ja gut, Extrakt heilender Kraft. Ah, okay, Amulett der Geisteskraft. Das können wir sogar mal verwenden, weil wir nur das andere da haben. Von den Wassermagiern, glaube ich, was gar nichts bringt. Münzen und ja. Ich glaube, da war jetzt nichts mehr groß. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. So. Das sind hier also die Räumlichkeiten der wichtigen Leute. Okay. Hier stehen also doch Wachen, die können also doch irgendwas bemerken. Wenn du meinst, sie geht ja. Okay, rechts, links, links. Wenn du meinst. Vielleicht ist ja die. Vielleicht ist das ja dieselbe Kombination. Mal gucken. Rechts, links, links, links. Nee. Rechts, links, 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 links. Rechts, links, 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 links. Rechts, links, 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 rechts. Oh Gott. Rechts, links, 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 rechts, rechts. Besteck. Hatten wir, glaube ich, auch selten. War doch klar, dass das Ärger gibt.
Das Amulett ist richtig gut. Ich meine, es bringt so viel Waffenschutz, so viel Rüstungsschutz wie die schwere Butlerhose halt. Genau, und hier sind wir bei einer Sache angekommen, die ich nämlich meinte, vor einigen Folgen oder mehrfach zumindest. Es gibt nämlich Geschwindigkeitstränke. Und damit können wir natürlich viel besser vorankommen überall. Der ermöglicht halt eine ganze Minute sprinten. Und in dem Sinne stimmt es nicht ganz, was ich mal gesagt hatte. Also, dass wir selber nicht in diesen Fluchtmodus, in diesen ganz schnellen, wie manche NPCs verfallen können. Wir können das im Prinzip, wenn wir so einen Trank trinken halt, ne? Ja, außerdem 10 permanente Lebensenergie. Also richtig gut. Und das war noch nicht alles hier. Achso, das können wir schon mal wechseln. Und Lebensenergie steigert sich ja eh einfach automatisch, deswegen das können wir auf jeden Fall trinken. Also hier lohnt es sich halt richtig. Okay, rechts, links. Okay. Rechts, links, rechts. Okay. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Rechts, links, rechts. Lass uns lieber über. Noch ein Harnisch-Amulett. Gut, bringt uns leider nichts. Aber ein Sprinttrank natürlich geil und noch so ein geiler Lebenstrank. Und es gibt noch eine Truhe. Und Jagd und Beute gibt es hier noch. Oh, ich habe da welche Treppenstufen gehört. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendein Idiot. Okay, wir gucken lieber mal. Scheint keiner zu kommen. Okay, rechts, links. Rechts, links, 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 links. Links. Rechts, links, 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 rechts. Rechts, links, 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 rechts, rechts. Und noch ein Harnisch-Amulett. Sehr schön. ...30 Lebensenergie gratis bekommen. Und wir gucken uns natürlich Jagd und Beute noch an. Sein Schriftzeugnis hat die Zeiten überdauert und seine Ratschläge gelten als Lehrbuch der Jagdkunst. Nach den großen Schlachten im Norden ist es heute jedem Landsmann geläufig, wie man mit dem Bogen umzugehen hat. Jedoch gibt es bei der Jagd einige Regeln zu befolgen, die über den einfachen Umgang mit der Waffe hinausgehen. Das Wild ist scheu und unberechenbar. Die Kunst der Jagd mit dem Bogen verfügt nicht nur über die älteste Tradition, sondern ist auch die geläufigste aller denkbaren Jagdarten. Die Technik dieser Art der traditionellen Jagd hat sich im Laufe der Jahrtausende kaum verändert und wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Naja gut, Gewehre irgendwann. Welche Umstände bestimmen wirklich den Ablauf der Jagd mit dem Bogen? Diese Gesetzmäßigkeiten erkannt zu haben, ist die eigentliche hohe Kunst der der Bogenjagd. Na gut, wir hätten eigentlich einfach schlafen können, statt und Tränke zu trinken. War nicht besonders scharf. Erstmal abwarten. Komm, es fühlt sich auch nicht so heiß mit dir. Das war das Zimmer von Torus. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gesehen in meinem Leben, hier in den ganzen Durchläufen, die ich mal gemacht habe.
Heißt, wir haben Torus quasi gerade ausgeraubt. Hey, du! Lass dich auf jemanden und du bist raus hier! Das ist eben so. Du lernst schnell! Mann, na los, lass mich vorbei! Der ist gerade unsichtbar irgendwie. Das ist ja... Oh Mann. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Na los, lass mich vorbei! War doch klar, dass das Ärger gibt. Jetzt ist er wieder da. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hey, du! Das wäre schon lange geklärt. Oh. Du lernst schnell! Na los, lass mich vorbei! So, wir gucken mal. Ob jetzt hier jemand meckert? Hey du! Ich halte mich da lieber raus. Ah, das ist Gommes Zimmer. Raus hier! Das ist okay, wir versuchen es mal. Scheiße, der ist unsterblich. Ich weiß gar nicht das mehr, warum. Das passiert mir nicht nochmal. Kann schon sein. Aber er ist gleich weg. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Okay, noch ein Buch. Ah, es wird hier ja eine Klau- und Lesefolge fast schon. Kampfkunst. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben... 2000 Jahre lang bildeten diese Lehren des Meisters die Pfeiler bei der Entwicklung der Kampfkunst. Geschult werden dabei die Beweglichkeit des Körpers, Ruhe und Schnelligkeit, Beobachtung und Reaktion. Die Bewegungen müssen gut koordiniert und die Körperhaltung korrekt sein, um die beste Entfaltung deiner Kraft zu erreichen. Der Kern der geistigen und körperlichen Lehren des Meisters hat viele Jahre überlebt. Sein einzigartiger Erfolg hat Generationen beeinflusst. Jahrtausende, in denen zwar die Welt ihr Äußeres schon oft verändert hat, in der aber eines für immer Bestand haben wird. Die Harmonie der inneren Kräfte mit der gezielten äußeren Bewegung des Körpers. Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist nicht so. So, links. Links, links, links. Links, 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 rechts. Lass uns lieber über. Links, 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 rechts, links, rechts, links. Sehr schön. Okay, das ist soweit alles normal. Alles normal. Lass uns lieber über was anderes reden. Amulett der Steinhaut, okay. Gequatscht wird viel. Das ist dann tatsächlich noch besser. Manche lernen solange gar nicht ich damit nichts zu tun habe. Gibt auch noch 15 Schutz vor Pfeilen. Das lässt, da lässt man sich nicht lohnen. Und du bist verlassen. Das ist eben so. Oh, hier kann man die Tür knacken. Rechts, links. Rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Rechts, links, 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 links. Rechts. So. Hier geht es nämlich noch mal ein bisschen weiter. Das ist nämlich hier alles ein bisschen größer. Aber wir gehen erstmal hier rein. Das ist wirklich lieber über was anderes reden. Ich glaube, die Wachen sagen nichts. Ja. An der Geschichte okay. Muss doch wohl was. Die Truhe kann man gar nicht knacken. Solange ich damit nichts zu tun habe. Die auch nicht. Haut. Das sind also exklusive Truhen nur für Gommes. Man muss eben aufpassen. Hier badet eigentlich manchmal einer. Erstmal abwarten. Velaya, genau. Die entweder sie schläft oder sie badet. Shh. You're not allowed to talk to us. Shh. You're not allowed to talk to us. Oh nein. Shh. You're not allowed to talk to us. Shh. You're not allowed to talk to us. War doch klar, dass das Ärger. Okay. Wir laden nochmal 29, damit das hier nicht endlos weitergeht mit ihr. Oh. Links, rechts, links, links, rechts, links, links. Links, rechts, links, 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 rechts.
Ja, und hier sind wir nämlich in der, also in den Lagerräumen. Hier in so einem Turm. Und hier kann man tatsächlich nochmal weitermachen. Also hier gibt es allein schon in dem Erdgeschoss, in Anführungsstrichen, gibt es hier schon Patronen. Und man kann hier noch mehrfach weiter nach oben klettern. Das dauert natürlich alles eine gute Weile, bis man das alles geknackt hat und so. Und das sind auch wieder große Truhen, die lange dauern. In dem Sinne würde ich sagen, wir lassen es an der Stelle erstmal. Und ich überlege mal, ob wir das nächstes Mal zusammen machen oder ob ich das einfach so mache und dann die größte Beute einfach euch einmal zeige. Beziehungsweise genau, ich weiß, wie ich es mache. Ich werde einfach die ganzen Truhen schon knacken, aber die Sachen dann erstmal drin lassen. Genau. Also, erstmal soweit und bis zum nächsten Mal.